Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei XCOM. Und jetzt habe ich mich total verhaspelt. Macht nichts, bleibt drin, alles live, bleibt so. So, wir haben in der letzten Folge hier das Aufseher-UFO gestürmt und sind hier auf den Äther getroffen, der sich hier mit so zwei Elite-Mutons verkämmt hat. Und den haben wir aber recht schön ausgeräuchert, indem wir hier eine schöne Lenkrakete reingeschossen haben und hinterher noch eine Granate und einen Flammenwerfer waren sie alle dann Geschichte. Das hat eigentlich schon recht gut funktioniert, aber jetzt ist hier noch so ein komische Geräusche gewesen von so einem komischen, ich hoffe mal nicht, dass es noch ein Sektoport ist, der sich hier noch rumtreibt. Und den suchen wir jetzt mal. Deswegen verlieren wir nicht so viel Zeit. Halten wir uns ran und schauen mal, wo sich dieses Alien versteckt. So, wir teilen uns jetzt mal ein bisschen auf. Wir suchen das jetzt erstmal, weil ich habe keine Ahnung, wo der steckt. So richtig keine Ahnung. Ich denke mal, er wird hier hinten sein, weil hier hinten in die Ecke sehen wir jetzt mittlerweile auch. Also wenn, ist er hier oben, aber das glaube ich eher nicht. Wahrscheinlich ist er hinten dran. Aber wir suchen einfach. Wir werden ihn schon finden. Bis jetzt hat sich noch kein Alien vor der XCOM retten können. Ne? Sollten wir nicht vergessen. Bis jetzt haben wir jedes Alien gefunden. So, Captain Unnütz, schau mal hier draußen nach. Also hier draußen ist er auf jeden Fall schon mal nicht. Dann können wir weiter hier hinten um die Ecke gehen. Da wird er bestimmt sein. Wir sollten uns aber nicht so weit aufteilen, sonst haben wir das Problem, dass uns dann die Feuerkraft fehlt, um das Alien zu bekämpfen. Tiramisu mit dem schönen Lenkraketenwerfer. Komm mal her. Unser Veteran, der ist ja schon seit der ersten Folge dabei. Na, da haben wir ihn noch gefunden. Und es ist natürlich noch ein Sektoport. Es war so klar. Och Mann, Spiel. Das gefällt mir jetzt aber nicht. Ich will das nicht. Wir sind natürlich auch noch gespurtet. Das heißt, wir können jetzt nicht schießen mit Tiramisu. Aber wir können schon mal die Drohnen runterholen. So, damit ist Drohne Nummer 1 Geschichte. Drohne Nummer 2 sollte jetzt so gleich folgen. Oder können wir sie nicht? Doch, hier können wir nochmal schießen, aber wir sehen sie nicht. Das ist schlecht, dann machen wir auf jeden Fall mal einen Feldposten. Aber das Gute ist, wir wissen jetzt schon mal, wo dieser ekelhafte Sektopod ist. Wie könnten wir denn Gigi in Stellung bringen, dass sie auf jeden Fall schießen kann? Wir könnten hierher gehen. Das ist zwar ein bisschen hierher. Das sollte doch, das sollte passen. Wir gehen hierher. Dass wir im nächsten Zug rumballern können mit Gigi. Ja, das passt. Das passt. Wir sehen auf jeden Fall schon mal die Drohne. So, jetzt müssen wir auf Maelo auch noch nachbekommen. Wir spurten mal hier an die Ecke. Da sollte er uns noch nicht sehen. Aber im nächsten Zug können wir dann hier an die Ecke gehen und angreifen. Ich hoffe mal, es funktioniert. Oh, Reflexschuss. Kopf einziehen. Maelo, Kopf runter. Oh, Glück gehabt. Maelo. Es hätte nach hinten losgehen können. Okay, mal schauen, was der Sektopod macht. Wird jetzt wahrscheinlich natürlich die Ramisu angreifen. Die Drohne kommt auf jeden Fall näher. Autsch. Aua. Hat mich angekratzt. Was fällt er denn ein, dieser Drohne? Du Wicht, du. So, Mariachi. Wie machen wir denn die Drohne weg? Das erste, was wir gucken, wir gehen mal hier. Könnten hier rausgehen und dann wieder reingehen. Jetzt will nämlich den Sektopod sehen. So, jetzt sehen wir nämlich den Sektopod. Jetzt können wir nämlich Gigi nutzen, um hier ein bisschen zu snipern. So, 95% Trefferchance. Naja, vielleicht haben wir ja Glück. Schon mal ein Treffer. Leider nur 4 Schaden. Aber diese Sektopods, die halten halt ewig viel aus. Aber wir dürfen nochmal schießen. Gigi, komm. Nochmal ein Treffer, bitte. Jawohl. Schon mal 9 weniger. So, was machen wir denn jetzt hier mit Maelo? Den werden wir wieder reinbewegen, bevor er von dem Sektopod auf den Sack kriegt. Wie schalten wir denn die Drohne aus? Wie schalten wir denn die Drohne aus? Wir könnten hier in Deckung gehen, dann sollten wir die Drohne treffen können, oder?
Ja, das funktioniert. Captain Unnütz, mach sie platt. Sehr schön. So. Jetzt haben wir unseren Tiramisu. Der hat ja noch eine Rakete, oder? Der hat ja noch eine Lenkrakete. Die sollte auch bis dahin kommen, oder? Würde ich sagen, Lenkrakete, los! Das tut weh. Das tut so richtig weh. Ah, ich muss euch sagen, ich liebe diese Lenkraketen. Schau mal, 7 Schaden wieder. Ah, diese Sektopods, die halten halt ewig viel aus. So. Hier könnten wir uns mal verstecken und im nächsten Zug rausgehen und angreifen. So, dann kriegt der Sektopod anscheinend noch eine Runde. Können wir aber nichts dran ändern. Ich hoffe mal, er trifft nicht. Hier verstecken wir uns wieder innen rein. So, machen wir mit allen noch einen Feldposten. Haben wir da noch jemanden zum Nachziehen? Nein. Wir sind auch mit allen da. Wow! Was war das denn? Ich würde sagen, wir hatten das Glück, dass wir hier unten drin standen. Wow! Tiramisu hat ordentlich Schaden bekommen, aber Maelo wird das wegheilen können. Aber vorher muss der Geschichte sein. Okay, jetzt machen wir Konfrontation. Mariachi, raus mit dir. Du darfst schießen. Oh! Ah, Reflexschuss. Ich vergesse das immer, dass er immer einen Reflexschuss hat. Der hat immer einen, aber immer einen. Aber er schießt zum Glück fast immer daneben. Das kann man schon mal lassen. Also die Sektopods sind nicht gut bei Reflexschüssen. So, 62%. Mariachi mit der Raygun. Wird es funktionieren? Ich bin gespannt. 4 Schaden. Okay, er hält nur noch 10 aus. Das schaffen wir nicht mehr diese Runde. Das schaffen wir nicht mehr diese Runde. Maelo, kannst du von hier schießen? Ja, Maelo kann von hier schießen. 60%. Auf geht's, bitte. Okay, mach nur noch 7. Captain Unnütz. Kannst du vielleicht von hier schießen, Captain Unnütz? Oh ja, kannst du. 70%, komm, noch ein Treffer. Daneben! Ah, 70% und daneben schießen. Aber wir haben noch Gigi. Gigi habe ich ja total vergessen. Komm, Gigi, du gibst ihm jetzt den Rest. Mit einem schönen Präzisionsschuss. Daumen drücken! Kritischer Treffer, bitte! Nein, nicht kritisch getroffen. Oh, dieses Mist, wie hält aber auch unendlich viel aus. Unendlich viel. Unendlich viel. Unendlich viel. Mal schauen, ob es Aisha richten kann. So, wir probieren es mal. 60%. Wie schlimm soll das denn werden? Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben den Einsatz erledigt. Gott sei Dank. Und wir konnten tatsächlich sogar einen Melkkanister sichern. Und wir haben niemanden verloren. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Wir konnten sogar 13 Aliens töten. Ist ja nochmal gut gelaufen hier neben Aufseher-UFO. Hätte aber auch schlimmer enden können. So, dann fliegen wir mal zurück in die Basis und schauen mal, was wir so alles Schönes mitbringen. Und es bahnt sich ja schon direkt so eine schöne Autopsie dieses Äthers an. Da bin ich mal gespannt, was die Autopsie so zum Tage führen wird. So. Oh. Oh. Was passiert da? Ah, er bringt mir dieses Ding zurück. Was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Aber es ist bestimmt wichtig. Extrahiert aus einem getarnten Schiff und bewacht von dem mächtigsten Geschöpf, das wir je gesehen haben. Was glauben Sie, ist es? Ein Objekt mit immenser Kraft. Denken Sie, was wir damit tun könnten, wenn wir seine Geheimnisse entschlüsseln. Ein gefährlicher Gedanke, Doktor. Aliens töten? Wie wär's damit? Hoffe ich zumindest mal, dass es eine Waffe ist.
Sir, ich empfange da etwas. Noch ein getarntes Schiff? Nein, Sir. Es ist groß. Wow! Da gehen alle Alarmlampen an. Bitte sagen Sie mir, dass es sich um ein fehlerhaftes Signal handelt. Ich wünschte, ich könnte. Dieses seismische Ereignis entstand direkt unter unserem neuen Kontakt. Mit unserer Ausrüstung könnten wir dem Ding nicht mal einen Kratzer verpassen. Wenn Sie beide noch irgendwelche genialen Ideen haben, raus noch damit. Nicht, noch nicht. Die XCOM findet immer eine Lösung. Punkt, Ausrufezeichen. So, wir haben das Äthergerät zum Erforschen freigeschaltet. Ja, schön. Schauen wir mal rein. Gigi hat schon 75 Kills, Tiramisu 65, Aisha 58, Maelo 63, Mariachi 49 und 38 auf Captain Unitz. Und Captain Unitz ist tatsächlich verletzt, weil wir einen dummen Fehler gemacht haben. Da bin ich dran schuld, den Schuh muss ich mir anziehen. Das war dieser komische, ekelhafte Elite-Mutoren in Gedankenkontrolle, der Captain Unitz beinahe getötet hätte. Aber wir haben ja nochmal Glück gehabt. So, wir haben drei neue Forschungen. Wir können nämlich auch die Sektopod-Autopsie machen. Sektopoden, Mehrzahl. Oh, Sektopoden. Die Äther-Autopsie. So, was hatten wir denn hier so? 6 Elite-Mutoren, eine Ätherleiche, 2 Sektopods hatten wir sogar. Heidewitzka. 4 Drohnen. Bisschen Eliro, ein bisschen Ligiro, ein bisschen Waffenfragmente. Aber das brauchen wir eigentlich alles nicht mehr. Wir haben ja schon alles. Wir haben schon ziemlich alles gebaut. Nur mal ein bisschen Energiequellen und ein bisschen beschädigtes Zeug zu verscherbeln. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt auf die Autopsie. Ihr doch bestimmt auch, oder? Und dann aktuell noch eine Forschung laufen. Ja, die werden wir jetzt erstmal beenden. Weil wir können ja die Autopsie sofort machen. Also, machen wir erstmal die Sektopoden-Autopsie. Dieses schwer gepanzerte Exemplar ist voll mechanisiert. Wir sind aber nicht sicher, ob es nicht über organische innere Komponenten verfügt. Okay. Okay, schwer gepanzert und organische innere Komponente. Nicht so schön. So, wir haben jetzt den verbesserten Bau in der Gießerei. Das ist, glaube ich, wieder für die Waffenplattformen. Will ich aber nicht. So, verbesserter Bau. Die hocheffektiven Herstellungsmethoden, mit denen die Aliens die Sektopoden bauen, können wir adaptieren, um XCOMs Fahrzeug- und Gebäudeproduktion zu beschleunigen. Natürlich mit erheblichen Kosten. Ah, brauche ich nicht. Wir haben doch alles gebaut. So, jetzt können wir noch die Äther-Autopsie machen. Schauen wir mal rein. Ja, Projektbeginn bitte. Dieses Exemplar scheint ganz oben in der Alien-Hierarchie zu stehen. Und das aus gutem Grund. Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, ist es vom Körperbau her absolut nicht kampftauglich. Diese Ältesten verfügen jedoch über einen unglaublichen Speicher an psionischer Energie. Das erklärt, warum andere Spezies ihnen untergeordnet sind. Okay, die Ätherer scheinen sowas wie die Anführer der Aliens zu sein. Oh, wir haben jetzt das Geistschild. Dieser Gegenstand wurde aus dem Implantaten entwickelt, die Äthera, Spezies der Aliens im Schädel trägt. Er stärkt die Abwehrkraft gegen Psi-Angriffe. Er richtet zudem ein niederstufiges Psi-Feld, das Strangulationsversuche abwehrt. Ja, nicht schlecht. Das ist stark gegen die Sucher. So, dann werden wir jetzt mal weitermachen mit dem Äthergerät. Beziehungsweise Äthera-Gerät. Ich sehe ein, dass es... Dauert 2 Tage. Eine Untersuchung dieser neuen Alien-Konstruktion geben könnte. So, dann schauen wir. Wir haben keine andere Wahl. Schauen wir gerade nochmal ins Lagezentrum. Wie sieht denn der aktuelle Panikstand aus? Das ist alles gut soweit. Wir könnten aber jetzt, glaube ich, den neuen Mech-Anzug bauen, oder? Wir sollten genug Meld haben. Ich glaube es zumindest. Schauen wir mal. In der Kaserne, wo ist denn hier? Nicht das Psi-Labor. Nein, das ist in der Technikabteilung. Die neuen Techniker sind heute hier, Morgen aufrüsten! Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Upgrade-Kosten.
Warum können wir denn nicht... Ach nein, was fehlt? Credits fehlt uns. Uns fehlen Credits! Wir haben kein Geld mehr! Da müssen wir wieder ein bisschen Zeug auf dem Schwarzmarkt verscherbeln. Ich persönlich erwarte nichts als verzweifelten Widerstand. Sie haben zu viel investiert, um kampflos aufzugeben. Kampflos? Nein, aufgeben tun sie bestimmt nicht, aber wir werden ihnen so richtig in die Pommes treten. So, die beschädigte Sachen, die können wir auf jeden Fall verkaufen, die brauchen wir eh nicht mehr. Alles weg damit. Den Rest lassen wir erstmal. Es ist auf jeden Fall jetzt genug Geld. So. Dann tun wir das Ding noch upgraden. Upgraden. So, jetzt können wir uns leisten. Annäherungsminenwerfer. Annäherungsminen können auf mittlere Reichweite eingesetzt werden und warten mit der Zündung, bis sich ein Gegner nähert. Hört sich nicht schlecht an. Den Elektroimpuls haben wir ja schon. Ich würde sagen, dann nehmen wir jetzt mal die Annäherungsmine mit, oder? Dann haben wir alles mal gesehen, zumindestens. Jawohl, und schon haben wir drei Paladine an... Zwei. Ich kann schon nicht mal bis drei zählen. Mann. Zwei Paladinanzüge. Und ich würde sagen, mit dem schönen Paladinanzug verabschiede ich mich wieder mit dieser Folge XCOM. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder bei der nächsten ein. Macht's gut und denkt dran, schaut auch mal live auf Twitch vorbei. Also, bye. Euer Tim. Ciao.